Mann, Paul, ey, das kann echt nur dir passieren. Verlieb dich in deine eigene Lehrerin. Willst du, dass sie uns sieht? Das wird sie eh nicht vermeiden lassen. Oder willst du dir einfach eine Tüte über den Kopf ziehen, bevor der Unterricht anfängt? Das ist nicht witzig. Doch klar. Also ich bin mal gespannt auf ihre Reaktion im Unterricht, wenn sie erkennt, dass du ihr Schüler bist. Sonderbar. Ich habe da gerade einen Wahnsinnstypen kennengelernt. Frauenheld und Student. Sieht dir irgendwie ziemlich ähnlich. Mann, jetzt hör doch mal auf. Was ist? Kommst du? Benjamin Zöllner? Hier. Gut. Dann fasse ich mal zusammen. Es fehlen Nora Armling mit Attest und Paul Brandner unentschuldigt. Der kommt aber bestimmt noch. In der Pause war er noch da. Aber Paul ging es plötzlich nicht so gut und dann ist er nach Hause gegangen. Aber er bringt bestimmt morgen eine Entschuldigung mit. Hoffen wir mal, dass es nichts Ernstes ist. Ja. Stimmt irgendwas nicht? Nein, alles in Ordnung. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Hallo, je suis Anne Siebert. Votre professeur de français. Bin gleich fertig. Kein Problem. Wir haben ja noch massig Zeit. In der Schule hat es doch länger gedauert, als ich dachte. Ist wohl immer so am ersten Tag. Wie ist es denn gelaufen? Gut. Nette Kollegen und... Ach, ich glaube, mit den Schülern werde ich auch klarkommen. Also ich für meinen Teil bin heilfroh, dass ich das hinter mir gelassen habe. An der Uni geht es auch um einiges lockerer zu. Was studierst du eigentlich? Ich? Mathe. Auf Lehramt? Tja, da werden wir eines Tages Kollegen. Vielleicht unterrichten wir sogar in derselben Schule. Das wäre doch lustig. Ja,